geschätzte Mitglieder in den letzten Wochen und Tagen mal wieder vermehrt Anfragen zum öffentlichen Beschaffungswesen von Ihnen bekommen. Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen ist am 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt worden. Es gilt für den Bund, es gilt für den Regiebetrieb vom Bund, es gilt nicht für Gemeinden und es gilt nicht für Kantone. Die Kantone versuchen, über ein Konkordat so ein bisschen eine Einheit hineinzubringen in ihre unterschiedliche kantonale Gesetzgebung. Aber wie gesagt, da ist der Fächer relativ gross. Konkret haben wir einerseits einmal die Stadt Bern mit einer Ausschreibung, mit einer 25-prozentigen Umsatzprovision, die relativ intransparent formuliert war, in den Ausschreibungsgrundlagen angeschrieben. Auf der anderen Seite Stadtspital Zürich, wo nicht messbare Kriterien im Bereich der Nachhaltigkeit in ihrem Anforderungskatalog formuliert hat. Mindestens im Fall vom Stadtspital Zürich, glaube ich, darf man auch von einer Erfolgsgeschichte reden, indem man gemeinsam geschaut hat, wie dass man messbare Kriterien in eine Ausschreibung von Drucksachen eben integrieren kann. Wir haben die verschiedenen Anfragen nochmal zum Anlass genommen, um unsere Grundlagen, die schriftlichen Grundlagen und handreichenden Empfehlungen, die wir haben, für ausschreibende Stellen zu überarbeiten. Entstanden ist ein mehrseitiges Dokument, das wir in diesen Tagen jetzt relativ breit streuen bei Organisationen, bei Amtsstellen, die Drucksachen ausschreiben. Immer auf der Basis vom Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen geben wir da Tipps und hilfreiche Hinweise, wie das ausschreibende Stellen eben Drucksachen korrekt können ausschreiben und wie man Stolperfallen kann vermeiden. Wir stellen das Ganze auch unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Sie finden das Dokument auch bei uns auf der Webseite als PDF zum Download.